kurz erwähnt, natürlich das berühmte Zigeunerschnitzel und die berühmte Zigeunersoße im Supermarkt. So. Da ist jetzt ja die Wir Frage. kochen übrigens nicht scharf. Ja, gut. Eben. Genau. Ich wollte damit ja nur sagen, wenn man jetzt solche Änderungen vornimmt, das ist ja so ein Schlagwort geworden, Zigeunersoße, ob man da nicht bei der Mehrheitsbevölkerung, bei denen, die sozusagen jetzt nicht zu der Gruppe gehören, ob man da nicht eher das Gegenteil erreicht, weil die sagen, jetzt werden hier also Worte zensiert, jetzt werden hier Dinge anders benannt. Also hilft das letztendlich der Sache? Ja, aus zwei Gründen. Denn zum Ersten ist diese Begrifflichkeit klar zu verdammen. Wir sagen ja auch nicht mehr Negerküsse, ne? Und das ist ein sehr schöner äquivalenter Vergleich. So, es ist einfach, die Gesellschaft verändert sich und damit verändert sich auch Sprache. Ja? Und es mag ja so sein, dass viele Leute sich damit unwohl fühlen, dass man ihnen diese Begrifflichkeit verbieten will. Aber genau deshalb gehört sie verboten, weil diese Menschen diese Begrifflichkeit brauchen, um sich den Zigeuner zu erklären. Aber es ist ja was Schönes, eine Soße oder ein Schnitzel. Es ist ja nichts Negatives. Es ist ja eigentlich was Schönes fürs Gemüt. Ja, aber die Ja, sicher. Deshalb habe ich ja auch nichts dagegen, wenn die jetzt Paprikasoße heißt. Aber es hat halt nichts mit uns zu tun gehabt, zum Ersten. Zum Zweiten hat diese Begrifflichkeit dadurch irgendwie immer subtil ihre Legitimation erhalten, weil sie ja immer noch präsent war und nicht verdammt war. Und deshalb hätte ich diese Diskussion über das Zigeunerschnitzel und die Zigeunersoße nie begonnen. Und wenn wir nicht diese Diskussion gehabt hätten bei der letzten Instanz, dann hätte sich jetzt auch nichts verändert. Jetzt gibt es keine so Zigeunersoßen mehr bei Edeka. Hab gerade vor ein paar Tagen geguckt, alle weg. So, das hätte ich aber nicht geschafft, wenn ich denen das verboten hätte, sozusagen als Verbot, ihr dürft das nicht mehr, sondern es war eine gesellschaftliche Diskussion und eine gesellschaftliche Einsicht dazu. Und hier müssen wir dann auch daran denken, dass wir in einer Demokratie leben. Ja, und das heißt, 51% entscheiden, was die Mehrheit will. So, und wir haben hier wohl auf keinen Fall eine Situation, in der die Mehrheit der Roma und Sinti möchte, dass dieser Begriff bleibt. Die große, große Mehrheit lehnt diese Begrifflichkeit ab. Und ich sehe das Instrument, wenn ich den Menschen diese Begrifflichkeit nehme, müssen sie sich selber hinterfragen, was sie mit dieser Begrifflichkeit gefüllt hatten, wozu sie sie brauchen. Und schlussendlich müssen sie sich dann mit den Roma und Sinti auseinandersetzen, die sie zum Großteil noch nie kennengelernt haben oder sich mit ihnen auseinandergesetzt haben. Ja, eben, ganz genau. Ganz genau. Nur mein Problem dabei ist, wie gesagt, wir sind seit mehr als 600 Jahren hier in Deutschland, Sinti. Ja? Wir haben euch noch nie vorgeschrieben, wie ihr euch zu nennen habt. Wie euch aber auch Und wir nicht. lassen uns auch nicht vorschreiben, wie wir uns zu nennen haben, von niemandem. Wir sind Sinti, wir sind deutsche Zigeuner und da stehen wir auch zu.